Alter, weiter geht's mit dem Auswärtsspiel in Düsseldorf. Hinspiel gegen die Fortuna 3:3. Und jetzt wollen wir schauen, wie wir die Bayern wieder ein bisschen unter Druck setzen können. Wir sind bis auf 2 Punkte dran, das war mal 6. Trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, der zweiten. Jetzt Düsseldorf und dann Köln. Okay. So. Ja, ich muss immer mal wieder ein bisschen rotieren. Das tue ich dann auch mal zwischendurch. Und deswegen nochmal auf zwei Wechsel, auf zwei Positionen verändern. Ja, letztes Spiel gegen Rom, 5:0. Heimspielsieg. Aber mal schauen. So, dauert einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist. Jetzt. Wir begrüßen Sie herzlich hier in der Düsseldorf Arena. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Begegnung. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Hier sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. So, brauchen wir nicht kurz weg zu ändern. Na dann, dieser Hinspiel unentschieden. Wir dürfen heute eigentlich fast nicht patzen. Und das gegen Düsseldorf, gegen Frankfurt, das letzte Spiel, das war schon wieder zu viel, meiner Meinung nach. Jan-Fiete Arp. Arp heute da mal in der Startelf statt Novoa, der momentan sogar nicht auf dem Schirm steht in der Bundesliga. Da spielt immer mal wieder Moukoko, da spielt jetzt mal Fiete Arp, der gegen die Roma gut gespielt hat. Und heute mal von Beginn an eine Chance bekommt. Lämperle. Der ja immer mal wieder. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Seine gute Situation bekommen. Schiri, der hat schon gelb. Leider nicht. Kein Foul. Ja, setzt sich schön durch. Vielleicht die Führung jetzt. Jetzt! Den macht der ganze kein Abseits, kein Abseits. So, auf jeden Fall das 1-0. Kein Durchmarschieren. Und genau deswegen spielt halt der Arp mal. Er glaubt, 13. Saisontor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Lemperle. Ja, gut, da war der zwischendrin. Aubameyang. Und jetzt der Konter. Da sieht er doch da noch einen. Es gibt etwas.
Aubameyang. Ja, das wäre es gewesen. Den hab ich schon drin. Der Ballersbeck verficht den Reflex. Einfach mal eisekalt raus. Da kommt der Befreiungsschlag. Aubameyang. Flanke von Aubameyang. Ja, leider nicht. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Und damit war es das erstmal da hinten. Sie holen sich hier den Ball. So. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Aber das wird doch nichts aus dieser Situation. Schade. Bereinigt. Kein Abseits. Kein Foul. Entschuldigung. Azad. Leonardo. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg. Ja, schade, kriegen wir nicht durch. Schalak. Düsseldorf könnte es über außen versuchen. Machen sie auch, versuchen sie auch, aber klappt nicht so ganz. Schalak wieder mit dem Ballverlust. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Aubameyang. Ja. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Ab! Gehalten, aber der Ball ist weit. Jawohl, 2-0. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, auf jeden Fall 2-0. Eckloff, mal über außen. Eckloff, Eckloff, leider nein. Martins. Ah, das. Gut gemacht, da jetzt mal dazwischen gegangen. Kollegen bieten sich an. Man will ja unbedingt dranbleiben an den Münchnern. Vielleicht doch Ball noch irgendwie den Sieg, diesen Meistertitel noch zu verteidigen. Dann hätte man den vierten in Folge. Also das zumindest was, ganz in ihrem Sinne, wenn man die zweite oder dritte Liga mitzählt, hätten wir vier sogar in Folge. Ja, die haben sich taktisch perfekt auf dieses Spiel, auf dieses Duell eingestellt, liegen mit 2 Toren in Führung. Also ich kann mir kaum vorstellen... Ab! Jawohl! 3-0! Nach dem Hinspiel, wir sind 3-3. Und man hat, wie gesagt, man hat am 2.5. die Münchner auswärts. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Ja. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Also man scheint wohl diese 3 wichtigen Punkte in Düsseldorf zu holen. Verlust. Siri fährt ab. Wir sind am Ende dieses ersten Spielabschnitts und es sieht gut aus für das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Man liegt hier zur Pause vorne. Sie trumpfen auch heute wieder auf. Das ist schon klasse, was sie auswärts zeigen. Klare Führung zur Pause. Das sieht alles sehr souverän, sehr abgebrüht aus. Sie spielen, als wäre das hier ihr Stadion. Als wären das hier ihre Fans. Und für uns als Zuschauer ist das natürlich toll, wenn... Und los geht's. So, jedenfalls das 3-0. Schon mal zur Pause dabei. Mal gucken, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit läuft. Die zweite Hälfte läuft. Piri. Ai. Katze. Zart. Na, Schipnowski. Ist mal souverän. Ah, guter Steilpass hier. Und den hat er, ohne. Jetzt wird das frühe Spiel so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Ach, zu einfache Ballverluste. Der Angriff und Kowalski, zweimal gut. Da ist der
Und der macht es. Plötzlich steht es nur noch 1-3. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Jo, Kovnatski. Der neue Spielstand für Düsseldorf mit dem Tor. Also 3-1. So, plötzlich wittert nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder 2 Punkte gegen diese Fortuna zu verlieren. Tja, das war keine gute Flanke. Und der Ballverlust. Komm, man hat eigentlich alles im Griff hier. Und dann Ulrich. Er holt den Ball mit der Grätsche. Und ab die Pass. Lilian Eckloff. Kurz, sie kommen jetzt. Love. 0-4. 1-4, Entschuldigung. Jetzt beträgt die Führung schon 3 Tore. Wieder diese 3-Tore-Führung. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja. Da wollte ich sie schön da vorne durchstecken, aber dann hat mir einer noch mal kurz in die Füße getreten. Da ist er da. Und wieder nicht. Saat dazwischen. Schöpner. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Da haben sie den Ball. Ah, wiederholt sich Schipnowski den Ball. Jetzt haben wir erstmal da. Bisschen Ruhe reingebracht. Und ab damit. Eckloff, wieder Eckloff. Jawohl. Das war heute schon sein drittes Tor. Die Düsseldorfer treffen auf die Bayern. Und Bayreuth legt gerade den 5. nach. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, also genau wie im Hinspiel 6 Tore, diesmal nur ein bisschen anders verteilt. Im Hinspiel war es doch ausgeglichen in Düsseldorf. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Also nicht in Düsseldorf, Entschuldigung, in Bayreuth natürlich. Das ist natürlich gut und, gespielt. Ja, jetzt sieht es ein bisschen zu sehr eindeutig aus. Sterner. Da ist Platz für den Konter. Und Tim Lempalle. Ah, und Aubameyang kommt nicht vorbei. Das wird jetzt der Abschluss geben. So. Der Konter läuft. Eckloff. Lempalle. Ja, gut, mal. Schönes Dribbling hier. Lempalle. Und der Versuch. Angriff damit also. Beendet. Ah, gut gemacht, Schöpner. Kommt der Ball da durch? Nö, kommt da nicht. Der aber auch nicht. Zart mit dem nächsten Versuch. Da trennt er ihn vom Ball. Wieder nichts. Das Mittelfeld ist gut gestaffelt zwischen bei Düsseldorf. Die Gäste führen hier klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Ab. Die machen das, der Vorsprung ist zu klar, das ab. Geben sie nicht mehr aus der Hand. Und Aubameyang. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Timing hat nicht gestimmt. So, warte mal kurz. Wechseln wir mal ein wenig durch. Da kommen noch ein paar wichtige Spiele auf uns zu. Deswegen... Einmal kurz ein bisschen Wechsel, Wechsel. So, habe ich noch was irgendwas auf der Bank? Eigentlich gerade nicht, ne? Was ich noch bringen könnte. Doch, Schelderup natürlich. So, da wir im letzten Spiel ja gar nicht gewechselt haben, dürfen wir jetzt ein bisschen durchrotieren.
endlich durch. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Zu uns. Vasquez. David Kownacki. Kownacki, der Torschütze. Das könnte vielleicht was werden. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Ah, schade. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ich würde zumindest gerne ein sechstes machen. Aber noch Bart, erstmal verhindert er Sölhoff zweites. Aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion lässt da überhaupt nichts anbrennen. Sie nehmen den Wechsel vor. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Freistoß ist oder? Nee, Freistoß für uns. Was sag ich, haben wir erst ein bisschen nach einem Handelfmeter aus. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Und dann Sekunden. Ist es Schelderup. Jetzt können sie es machen. Ach, das ist er. Warum spielst du nicht? Was für ein Duell. Nervenball. Ja, das war eine Glatze. 1-5 der Endstand. Das ist der Schlusswiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Jedenfalls diese 3 Punkte haben wir unter Dach und Fach. Und damit geht's weiter in die zweite Halbzeit. Nächstes Spiel. So. 3 Heimspiele. Nächster Gegner Köln. Wir haben jetzt vorgelegt, auch vor den Bayern. Ich bin nämlich tatsächlich unentschieden. Sind wir nämlich weg vom Fenster. So, und dann mal gucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Köln.